Das Unternehmen Lafarge Dachsysteme produziert Dachziegel an verschiedenen Standorten. Auch hier aus Buchenhainstadt kommen Ziegel in unterschiedlichsten Formen und Glasuren. In dieser Produktionsstraße werden diese Ziegel vollautomatisch auf Material- und Verarbeitungsfehler überprüft. Nach der mechanischen Ausrichtung kommen die frisch gebrannten Dachziegel über das Förderband zunächst an der akustischen, dann noch zusätzlich an einer optischen Prüfstation vorbei. Die gesamte Elektromechanik der akustischen Prüfanlage benötigt keine geschlossene Schallkabine. Die Ziegel werden direkt auf dem Förderband geprüft, unabhängig von dessen Geschwindigkeit. Dazu schlägt ein Klöppel die Dachziegel an. Das Mikrofon überträgt das Schallereignis an das Prüfsystem, wo es in weniger als einer Sekunde als gut oder schlecht klassifiziert wird. Die guten Ziegel wandern weiter zum Verpacken, die fehlerhaften werden ausgeworfen. Die akustische Prüfung erkennt kleinste Materialfehler, wie etwa diesen feinen Riss. Und das unabhängig von Ziegeltyp und Engobe. Ziegel sind ein Naturprodukt. Das Prüfsystem passt deshalb seine Parameter an mögliche Prozess- und Temperaturänderungen automatisch an. Die Prüfeinheit arbeitet komplett unabhängig von der gesamten Anlagensteuerung. Dieser Signalgeber liefert dazu ständig die Bandgeschwindigkeit an das Prüfsystem. Das wiederum errechnet daraus den Zeitpunkt, an dem ein schadhafter Ziegel den Auswerfer erreicht.